Und damit hallo, willkommen bei einem neuen Part bei Emil Brosting. So, mir habe ich es gehört, der Tom Nook hat damit heute erstmal für einen ganzen Tag geschlossen. Dann müssen wir bis morgen warten, bis morgen der wieder aufhat. Bei mir bekomme dann das Rathaus. Geil. So, Post. Wir haben einen von Conline Brief und von den Nook Meile Programm. Gucken wir erstmal hier rein. Vielen Dank für dein Geschenk. Habibi, ich möchte dir auch was schenken. Wann streamen wir wieder zusammen? Mario Kart, Simon und ich vermisse das voll. Ich denke mal wohl. Wann streame ich wieder? Eigentlich kommen ja nur Let's Play Streams eher mittlerweile selten. So, wollen wir den nächsten Brief angucken? Eine Bestellung von Tom Nook haben wir hier. So, mal gucken, was die uns gegeben haben. So, das war Cloud von Connor. Genau, und das war meine Handyhülle. Die Frage ist nur, wie kann man die Handyhülle verwenden? Ablegen? Hier, sobald ich das sehen kann, nicht. Ja, gerne ab damit in den Kommentaren, wie man die Handyhülle verwenden kann. Ansonsten will ich einfach mal sagen, wie stelle die hier ab. Ja, wirklich jetzt? Wie kann man die verwenden? Nockphone. Die Frage ist ernsthaft, wie kann man die verwenden? Weiß ja vielleicht jemand von euch? Ich nicht. Falls ihr wissen solltet, wie man die verwenden kann, gerne ab damit in die Kommentare. So, wollen wir erstmal die Schuhe tragen. Rote Schuhe, geben doch mal hier hin, da können wir uns das besser ansehen. Die rote Schuhe haben wir jetzt. Okay, die tragen wir. Okay. Die hatte wir vorne hier angehabt. Das sind unsere Standardschuhe. Und die haben wir wohl dabei. Oder? Moment. Guck ich mal kurz nochmal. Jupp. Gut. Dann sag ich mal, dann kommen die mal ins Lager. Genau. Haben wir noch irgendwas dabei, was in Lagern soll oder was nicht? Sieht wohl nicht so aus im Moment. Auf jeden Fall, wir sollten auf jeden Fall jetzt heute mal langsam mal mehr Geld verdienen. So. Dann sage ich mal, wir... Genau, das hier wird erweitert. Kann man da unten was sehen. Man sieht nicht so viel. So, wollen wir das erstmal ausstrabe. So. So, mal gucken. Sag ich mal, die vertreiben mich jetzt einfach wieder. So. Daraus würde vielleicht 3000 Sternig. Dann gehen wir erstmal zu Eugen rein.
Vielleicht vorhin bei irgendwie gehen werde, gucke ich kurz mal. Obwohl, wir haben jetzt noch so viel Platz. Wir holen erst ein paar Fossilien raus und dann gehen wir bei Eugen. Dann lohnt es sich überhaupt. Wunderbar. Damit ihr der ganze Lohn tut, damit er so ein paar Fossilien für den lieben Eugen. Und kann man die Karte gucken? Haben wir vielleicht neue Bewohner? Nö, wie bisher. So, das machen wir noch nicht. Machen wir später vielleicht mal mit den Steinen. Aber erst ein paar Fossilien. Und dann können wir wieder ein bisschen Platz schaffen. So. Gute Steine haben wir einfach mit. Sind wirklich keine weitere Löcher. Nö, sieht wohl nicht so aus. Und das Ding kommt mal weg. So. Dann holen wir erstmal die Leiter für da hoch. Verkaufen werden wir gleich gehen, wenn wir bei Eugen waren. So, paar Fossilien sehe ich wohl gerade gar keine. Wo ist der Mau heute? Doch da. So. Cooler weiteres Fossil. Dann sage ich mal, gehen wir da weiter rum. Oh, da war gerade neue Sekte, die mir hätte bekommen können. Das ist schade. Aber die bekommen wir bestimmt doch. So, erstmal weitere Fossil. So, da hätten wir noch einen Platz frei. Und wollen wir gerade mal gucken. Ich würde sagen, gehen wir einfach mal nach oben und dann gucken wir, ob ich da nur etwas finde. So. Hier oben, was finden wir da so? Wohl nichts. Okay, dann gehen wir da ist weiter runter. Schon wieder den Deck verpasst. Aber die sieht man so schlecht. Gut, dann vielleicht hier unten. So, bei den Palmen sind nichts, wie ich es feststellen kann. Eine Flaschenpost haben wir aber gefunden. Bestimmt wieder mehr neue Rezept oder Anleitung. So. Lerne mir die. Kenne ich bereits, okay. Kann man nicht einfach vernichten die Anleitung, aber na gut. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir einfach wieder zurück Richtung Eugen. So, und das Loch hole ich gleich ab, aber erstmal gehen wir die Sache erstmal ab. So, hallo Eugen. So, Fossile analysiere, wollen wir.
So, die drei Stück gerne. So, komm, Irgend. Haben wir da was Neues? Ja, wollte die gerne abgeben. Okay, die beiden hätten wir neu. Wunderbar. Schon mal ein ganzes Stück so näher, um das Ganze vollständiger zu machen. So. Hast du die jetzt genommen? Wunderbar. Man kann da irgendwo sehen, wie viele Fossilien man hat. Hier vielleicht? Nö, nur Fische und Insekten. Da vielleicht? Nö, das ist unser Pass. Ah, mit A können wir den bearbeiten. Ja, bearbeiten will ich gerne. Gut, also wir machen ein Foto. Ja, am besten hier. Oh, das hier mit dem Bild ist. So. Foto mit dem Plus. Ah, cool. Ein neues Foto. Muss auch aktuell bleiben. Und dann sehen wir das Foto. Wunderbar. Was haben wir hier? Oh, da vorne. 300 weitere Nookmeile. So, sag ich mal, wollen wir da erstmal die Sache nochmal verkaufen gehen? Ich weiß, erstmal noch ein weitere Fossil-Insekte hole und dann werden wir verkaufen gehen. So, schnell zu die Schaufel. So, buddeln das da erstmal aus. Wunderbar. Du bleibst hier. Ach, verdammt nochmal. Nein, der ist weg. Hätte man sogar noch packen können, wenn er nicht weg gewesen wäre. Verdammt nochmal. Ja. Hallo. Ja, danke, dass ich was Neues gelernt habe. Cool. Hier unten hätten wir. Okay, die beiden hätten wir schon. Ich werde noch unbedingt eine weitere Insekt habe. So. Hier für bestimmt keine weitere Insekte, oder? Eine Spinne, die vom Baum runterkommt oder so. Ich will mal vorschlagen, gehen wir am besten mal über die Brücke hier. Und dann fällt mir da doch bestimmt ein weiteres Insekt. Das sind wir ja gut ausgerüstet. Dann können wir das da uns auch uns holen. Falls wir überhaupt ein Insekt finden sollte. Vielleicht bei meinem Haus, da haben wir einige Blume.
Wohl nicht. Aber wir können noch ein... So, versuchen wir mit dem Stein. Da kommt dann irgendwann ein Insekt raus. Und... In dem Fall leider nicht. Dann der nächste Stein. Okay. Und na. So, leider kam da auch kein Deck raus. Sehr, sehr schade. Findet ihr nur ein paar Schmetterlinge. So, dann wollen wir aber noch angehen, dass ihr auch Lohntyper irgendwo so geht. Da finden wir hoffentlich einen Fisch neu. Und nein, die haben eh doppelt. Okay, dann werden wir jetzt erstmal bei Eugen gehen. So, gebe kurz eine Fossil wieder ab. So. Und haben wir da wieder was Neues, Eugen? Aber sicher. So, ich glaube, das war neu. Das haben wir jetzt abgegeben. So, wunderbar. So, wunderbar. Das hätte ich mir auf jeden Fall abgegeben. Und das heißt, jetzt geben wir unsere überflüssige Sache, die ich dabei habe, auf jeden Fall jetzt verkaufen. So, brauche ich auf jeden Fall die Leiter, um dort hochzukommen. So, dann gehen wir jetzt da einfach herum und sind dann ganz schnell dort. So. Haben wir irgendwo noch etwas Neues? Ja, da. Gott sei Dank. Endlich mal ein neues Insekt. Mann, bin ich froh. So, den werden wir auf jeden Fall auch gleich abgeben. So, aber wir haben hier was Neues. So, haben wir noch weitere Sache hier? Nein. Okay, wenn eine Biene ist, die hatte ich schon mal abgegeben. So, dann auf zu der Lade hier. So, hallo Leute.
will etwas verkaufe. So, der Fisch kann weg. Okay, mal gucken, wie viel die Rübe kostet. Ah, jetzt sind die etwas mehr wert. Nein. Bis er warte, bis die Rübepreise optimal sind. Rübe könne je nachdem viel wert werden. Je nach Wocheabschnitt. Ich glaube, am Sonntag sind die am meisten wert, weil die da am meisten verkauft werden. Kann das sein? Auf jeden Fall kann man bis zu 10.000, glaube ich, davon bekommen. So, der Reife auch. Hier das. So. Ah, die Anlage kann man auch hier loswerden, indem man die verkaufen tut. Das gefällt mir ja wunderbar. So, das Ganze macht 5000 Sterne für uns. 6000 haben wir jetzt. Wollen aber sofort mal wieder kaufen gehen. Ich brauche noch unbedingt ein paar Blumen. So. Müssen ja auch nicht alles für unsere Haushalte investieren. Dafür haben wir noch ein bisschen Zeit. Hier sind ein paar Anleitungen, eine Frucht. Ich würde gerne meinen Garten noch schöner gestalten. Jetzt hole ich mir das ganze Paket nochmal. Wie viel kostet das hier? Haben wir, glaube ich, auch genug. Okay, hole wir die Anleitung hier. Nehme ich. So, da kann man sehr, sehr viele neue Anleitungen sich draufladen. Dann sieht er das Ganze mal. So. Wollen wir erstmal gucken, welche Anleitung ich jetzt genau bekommen habe. Gehen wir rüber. So. Das war natürlich Zufall, was man da jetzt bekommen habe. Die Sachen sind neu. Okay. Was ist das? Aber ein Stuhl. Stuhl ist immer gut, kann man für seine Wohnung zum Beispiel gebrauchen. Ein Kleiderschrank. Was auch mit einem Kombi funktionieren tut. Mal gucken. BAU, BAU. Wo haben wir das überhaupt? Das wäre weniger. Das ist mal Auto extra Item. Guck ich mal, was für Item ich extra für brauche. Oder wo genau das Item hier sich versteckt. Man braucht für so viele Dinge extra Items. Aber können wir mal so gucken, wenn soweit ist. Wie gesagt, dafür auf jeden Fall das extra Item. Bauklotz, kann das sein? Ja, genau, das müssen wir erstellen, damit wir das andere erstellen können. Ein dickeres Stuhl, brauchen wir dasselbe Item. Und... ah, cool. Auf jeden Fall einige neue Dinge. Und auch noch das hier. Eine Salatschüssel. Gut, dann belassen wir erstmal so. Jetzt werden wir erstmal den Sack abgebe. So, den Sack können wir ja unterabgeben. Dann belassen wir, wie gesagt, erstmal so. Aber
Wichtig ist, die Anleitung regelmäßig zuzukaufen, da man auch dann genügend Möbel erstellen kann, damit man auch schneller im Spiel weiterkommt. Und was haben wir jetzt? Muss man schon sagen, für nur so ein paar Anleitungen ist das schon sehr, sehr teuer. Ich meine, für die paar Anleitungen haben wir 2.900, 2.600 Sterne nicht bezahlt. Hallo Eugen. Ja, wir haben was für dich. Ein wunderbarer Isek für dich. Lo. Wunderbar. Dame hat er ein weiteres Isek von uns bekommen. Wunderbar. Also das Museum füllt sich langsam. So ganz langsam halt. Von Insekten und Fischen haben wir noch so gut wie gar nichts abgegeben. Aber es kann nicht mehr so lange dauern, damit wir das Museum auch relativ voll bekommen. So, hier haben wir nichts mehr. Aber hier runter was Neues. Genau das hier. Haben wir gerade jetzt abgegeben. So, sind ein paar Leute online. Und bei Freunde sind was? Auch noch ein paar online. So. Gut, dann kommen was hier steht. Gibt es hier was Neues? Nein, von Tom Nook. Von Tom Nook selber gibt es hier nichts und nicht schwarze Brett. Genau, ich habe jetzt diese ganze Blume hier. Die pflanzen wir auf jeden Fall noch in diese Part. So. Erstmal die gelbe hier. Die können wir alles schön hier pflanzen in eine Reihe. Da können wir im nächsten Part mal gießen. Wärst du mal das? Auf jeden Fall machen wir erstmal unsere Garte hübsch. Und dann auch damit neue Insekten in unsere Garte anlocke. Dann haben wir so eine eigene Insektenfarm, sehr wahrscheinlich. Habe ich vor, das Ganze in Blume voll zu machen, außer der erste Bereich. So, da die letzte Blume. Genau, außer der erste Bereich hier mit der kleinen Köstel hier. Kann mir dann so hocke. So. Dann können wir jetzt schön das Lagerfeuer genießen. Und da auch noch was koche. So, wunderbar. Unser Grundstück bleibt wie immer zu. Ja, sage ich mal, das war's erstmal für diese Part, Leute. Den nächsten Part werden wir gucken, dass wir weiter Geld bekommen und uns weitere tolle Sachen uns leisten können. Ja, sage ich mal, wir sehen uns auf jeden Fall uns bei dem nächsten Part bei Emil Brosting. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis denn und haut rein.